Mein Name ist Berthold Meyer und ich bin Professor für Arbeitspsychologie. Ihr seht es, ich bin kein großer Zukunftsskeptiker. Ich profitiere selbst von hochentwickelter Technologie. Heute interessiert mich die Digitalisierung unserer Arbeitswelt. Es heißt immer, die Technik kommt auf uns zu und wir werden von ihr überrollt. If you think this is going to happen within 5 years, well, then it does sound like a huge transformation. Technologie ersetzt ja nicht nur Arbeitsplätze oder bestimmte Tätigkeiten, die Leute tun, sondern sie schafft auch ganz viele neue Tätigkeiten. Ist die Digitalisierung der dringend benötigte Booster für unsere Wirtschaft oder killt sie unsere Jobs? Mich führt diese Frage erstmal nach Nürnberg, ins Deutsche Museum. Melanie Savirimutu hat hier die Ausstellung Arbeit und Alltag kuratiert und sich dabei genau mit dieser Frage beschäftigt. Andere Seite. Ja. Und drücke den Startknopf, weil gefummelt. Wie entwickelt sich die Arbeitswelt der Zukunft? Ich würde sagen, es ist ein neues technisches Zeitalter. Also es ist noch schneller, noch effizienter, kleiner vor allem. Also man kann Routinetätigkeiten durch Roboter einfach machen lassen. Die konnte man durch die Dampfmaschine natürlich auch machen lassen, aber es wird halt kleinteiliger. Also sozusagen auf allen Bandbreiten kommen jetzt Maschinen letzten Endes zum Einsatz, wo wir uns Maschinen vorher überhaupt nicht vorstellen konnten. Was ist dein Gefühl zur durchdigitalisierten Zukunft der Arbeitswelt? Ich glaube, dass es da einen gesamtgesellschaftlichen Konsens geben muss, der einmal definiert, wer wir sind und was wir sein wollen und wer wir in Zukunft sein werden, um dann eben zu definieren, wo lassen wir Sachen zu und in welcher Form und welche Möglichkeiten haben wir, um das so zu implementieren, dass es uns zum Vorteil gereicht. Aber dafür müssen wir den Vorteil erst definieren. Aktuell definieren wir nichts, sondern es heißt immer, die Technik kommt auf uns zu und wir werden von ihr überrollt. Hier kommt jetzt noch ein kleines Highlight, das wir nicht in eine Vitrine gesperrt haben. Unser süßer kleiner Roboterhund. Süß. Ja, ist er nicht süß? Mhm. Zur Zukunft der Arbeit hat man natürlich auch Bilder aus Science-Fiction-Visionen im Kopf. Ja, nee, voll süß. Mhm. Die sind ja auch total gut gemacht. Na? Ja, okay, das ist wirklich ganz niedlich. Und wessen Job nimmt er weg? Also, was er jetzt super gut kann, ist einfach durch schwieriges Gelände laufen, Sachen transportieren und dahin gehen, wo der Mensch nicht kann. Alter. Oh, sexy. Gerade wenn es um den eigenen Job geht, machen sich viele Menschen Sorgen. Das geht mir ja genauso. Dabei hat es technischen Wandel schon immer gegeben. Die Dampfmaschine führte Ende des 18. Jahrhunderts zur Industrialisierung. Sozusagen Industrie 1.0. Dann kam Ende des 19. Jahrhunderts die Massenfertigung, Industrie 2.0. Die Automatisierung durch den Computer wird auch als dritte industrielle Revolution bezeichnet. Und mittlerweile stecken wir angeblich in der Industrie 4.0. Das heißt, die Digitalisierung aller Prozesse entlang der Wertschöpfungskette. Wie reagieren denn die Menschen hier in der Ausstellung auf eure Darstellung der digitalen Zukunft? Also manche haben natürlich Angst. Angst vor der Maschine, die einem die Arbeit wegnimmt. Aber das konnten wir auch schon eruieren. Tatsächlich, diese Angst ist schon seit den 80ern und früher schon vorhanden. Also der Roboter nimmt einem schon Ewigkeiten die Arbeit weg und wir haben alle mehr als genug zu tun. Auf der anderen Seite, es gibt eine sehr schöne Station von der Bundesagentur für Arbeit, der Jobfuturomat, wo eben auch noch mal für Statistikliebhaber nachschaubar ist, wie viel Prozent einer Tätigkeit oder eines Berufes letzten Endes automatisierbar sind, sodass man auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was und wie viel meiner Tätigkeit ist eigentlich automatisierbar und was
eben nicht. Und hast du deinen Job schon mal eingegeben? Ja, Kurator ist voll entspannt. Aber ihr ahnt es, vielleicht wird es nicht für alle so entspannt. Die Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes ist in manchen Branchen schon sehr berechtigt. Neue Technologien und die Digitalisierung verändern die Arbeitswelt. Aber gehen dadurch auch Arbeitsplätze verloren? Sind all die PilotInnen, BankerInnen und BaggerfahrerInnen bald vom Aussterben bedroht? Einige ForscherInnen glauben genau das. Zum Beispiel Karl Benedikt Frey. Hello there. Hi. Er ist eine Koryphäe der Arbeitsmarktforschung und kommt zu dem Ergebnis, 47% aller Berufe lassen sich automatisieren. First of all, is 47% a big number to begin with, right? I guess this depends on how quickly you think it will happen, right? So if you think this is going to happen within 5 years, well, then it does sound like a huge transformation. But if you think it's going to play out over 50 or 100 years, you know, it's less significant. What I found a little bit striking, that your table says that hairdressers have a risk of being, you know, computerizable of 11% compared to butchers, which have a risk of 94%. How do you explain such striking differences between, for example, these two example jobs? This was done by machine learning and mobile robotics experts, and then we algorithmically calculated these susceptibilities across 700 plus occupations, many of, well, I should say nearly all of them, in which I haven't worked personally myself. Often you go to a hairdresser, you expect to speak to them, socialize a bit, whereas I think it's rare that you go to your butcher and, you know, expect a conversation or, you know, service experience. And in addition to that, the dexterity that you need, I think, is more limited. Your study was not like a doomsday study that predicted that we're all going to be unemployed. However, I have the feeling that this is how the media picked it up. What are your thoughts on why it was portrayed in such an alarmist way? In this particular paper, we are only looking at the potential scope of automation. It's clearly true that the study was used primarily for a purpose of suggesting that we are facing a jobless future. Some technologists were very enthusiastic about that, but the paper itself doesn't suggest or is completely silent on the question of whether there will be more or less fewer jobs in the future as a consequence of these technologies. Das war ganz anders, als was ich erwartet hatte, nachdem ich das Papier gelesen hatte. Was ich hier wahrnehme, ist, dass es eine Warnung sein sollte. Nämlich, dass die Art der Automatisierung, die hier vorhergesagt wird, dazu führen wird, dass es noch mehr Druck auf diejenigen gibt, die eher schlecht ausgebildet sind und jetzt schon einen Job haben, der eher im unteren Lohnsegment ist. Und dass es eigentlich irgendwie darum geht, wie man damit auch gesellschaftlich umgeht. Frey warnt also davor, dass gerade einfache und schlecht bezahlte Berufe gefährdet sind. Steht uns eine Zukunft mit zu wenig Arbeit für alle bevor? Aber was wurde in der Vergangenheit nicht schon alles prognostiziert? Selbstfahrende Autos, Videotelefonie, Städte im All, die radikale Technologisierung der Innenstädte. Aber das meiste endete ein bisschen wie der hier. Elektro. Ein sprechender Roboter, der die BesucherInnen der Weltausstellung 1939 in Schnappatmung versetzte. Ich habe ein sehr gutes Gehirn. Oder das hier. Eine ZDF-Zukunftsvision über das Jahr 2000 von 1972. Darin arbeitet der Protagonist Herr B. nur noch 25 Stunden pro Woche. Er hat ein künstliches Herz und Depressionen, die er problemlos mit einer Pille Optimum 10, einem schnell wirkenden Medikament, behandelt.
Aber glücklich ist er trotzdem nicht. Herr B. hat viel Zeit zum Nachdenken. Aber das geht Millionen hochqualifizierter Menschen so, deren Arbeit nur noch darin besteht, vollautomatische Produktionsanlagen zu überwachen. Vielleicht wird die nächste Generation es leichter haben. Herr B. ist jedenfalls noch das Produkt einer Epoche, in der man Arbeit für den Sinn des Lebens hielt. Naja, einiges davon ist ja sogar auf eine gewisse Art eingetroffen. Dass ich dieses Smartphone mit dieser Prothese bediene, hätte selbst ich bis vor kurzem für Science-Fiction gehalten. Die technische Entwicklung folgt eben nicht immer den wissenschaftlichen Prognosen. Und Science-Fiction hält wohl auch nicht immer das, was sie verspricht. In Mannheim erfahre ich mehr. Und zwar von Melanie Arns. Sie ist Arbeitsmarktökonomin am ZEW, dem Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Und erforscht dort, genau wie Karl Benedikt Frey, die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt. So ganz grundsätzlich muss man sagen, dass die Einflüsse von Technologie auf die Arbeitswelt viel vielschichtiger sind, als das gemeinhin angenommen wird. Also Technologie ersetzt ja nicht nur Arbeitsplätze oder bestimmte Tätigkeiten, die Leute tun, sondern sie schafft auch ganz viele neue Tätigkeiten und Berufe. Und unterm Strich geht eigentlich die gesamte Forschung eher in die Richtung zu sagen, also das geht entweder bei Null raus, wenn man die gesamte Volkswirtschaft betrachtet, oder es schafft sogar unterm Strich eher neue Tätigkeiten und Berufe. Wie ist denn das zum Beispiel beim Friseur? Welche Tätigkeiten sind denn da nicht automatisierbar? Da sind eben fast keine Tätigkeiten automatisierbar, weil sie im Grunde alle so einen interaktiven Charakter haben. Was meinst du, wie groß der Anteil an Beratung zum Beispiel, den du auch hast? Also allein die Unterhaltung, das Gespräch und eben gerade die Beratung ist eben das, was eben nicht automatisiert werden kann. Du kannst zwar Hilfsmittel nehmen, Tools, wo du Bilder zeigen kannst, wo du eben erklären kannst noch ein bisschen mit den Farben und so weiter, aber das Individuelle, vor allen Dingen die Haarbeurteilung, dann Kopfform und auch die Gegebenheiten, der Wirbel und so weiter, Fall des Haares, das ist alles, was man selbst erfüllen muss und ja, was eigentlich keine Maschine ersetzen kann. Und ich glaube, man kann am Friseurberuf sogar noch was anderes festmachen. Weil nehmen wir mal an, es gäbe eine Maschine, die das alles leisten könnte. Ich glaube, dass die Menschen auch eine Präferenz dafür hätten, mit einem Menschen zu tun zu haben. Ich glaube, das darf man auch gar nicht unterschätzen. Ich hatte Gelegenheit, mit Karl Benedikt Frey über seine Studie zu sprechen. Er kommt zu der Vorhersage, dass 47% der Berufe, die es heute so gibt, automatisierbar sind. Zu welchen Ergebnissen kommt ihr? Das sind zwei verschiedene Dinge. Also das Automatisierungspotenzial, das meint ja erstmal die rein technische Ersetzbarkeit eines Berufes. Ja. Aber selbst wenn wir jetzt mal bei der Perspektive bleiben, was wäre theoretisch durch Technik ersetzbar, muss man sagen, dass ich an diese 47% definitiv nicht glaube. Aha. Weil es gute Gründe gibt, anzunehmen, dass die zu hoch gerechnet ist. Und was macht ihr besser? Ich kann einerseits zwar einen Beruf vielleicht grob mit Tätigkeiten charakterisieren, wenn ich aber jetzt auf die Ebene von einem Arbeitsplatz gehe und wirklich frage, was machst du denn konkret in deinem Alltag? Beschreib mal deinen Job. Dann stellen wir fest, dass es viel mehr Tätigkeiten gibt, die eben nicht automatisierbar sind. Das heißt, die Berufsbeschreibungen sind ja im Grunde auch gar nicht so statisch, wie sein Modell das irgendwie voraussetzt, oder? Wenn wir jetzt hingehen würden und wir befragen 1000 Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, kommt da ein Riesenspektrum an Tätigkeiten raus und dabei sind eben auch viel mehr Tätigkeiten, die nicht automatisierbar sind. Und wenn man das berücksichtigt, dann kommen wir ja nur auf 10% der Beschäftigten, die in Berufen arbeiten, die tatsächlich hochautomatisierbar sind. Das heißt, in eurer Forschung steckt auch zumindest implizit so ein bisschen eine Kritik an den Modellannahmen von Frey und Osborn? Interessanterweise ist es sogar auch so, wenn wir unser Modell verwenden und dann wieder nur sozusagen den groben Schnitt der Berufe nehmen, kommen wir wieder auf die Zahlen von Frey und Osborn. Ah, okay, das heißt, so erklärt sich der vermeintliche Widerspruch. Ja, es ist eigentlich gar kein Widerspruch. Sie stecken einfach eine Annahme rein, die wir sozusagen nicht verwenden. Und wenn man sie nicht verwendet, dann fällt das Ganze so ein bisschen in sich zusammen. Habt ihr da mal drüber gesprochen? Hast du ihn damit mal konfrontiert? Ich persönlich nicht, aber meine Co-Autoren haben das schon getan. Und? Ich glaube, auf einen richtig grünen Zweig kommen wir da nicht. Ich glaube, das Problem ist eben, dass sie mit dieser Annahme arbeiten und sie nicht wirklich hinterfragen. Und zum anderen, das ist eigentlich fast der größere Punkt, diese Zahl, die du ja auch genannt hast, die wurde eben sehr
stark interpretiert als, oh Gott, 47% sind ersetzbar, also fallen jetzt 47% der Jobs weg. Und diese Analogie herzustellen, die ist definitiv falsch. Und da finde ich einfach, das hat sich so verselbstständigt, diese Zahl. Das ist sicherlich ein Problem. Die unterschiedlichen Einschätzungen von Melanie Arns und Karl Benedikt Frey zeigen, auch WissenschaftlerInnen sind sich nicht einig, wie gefährdet unsere Jobs tatsächlich sind. Ist ja auch irgendwie logisch, die Wissenschaft ist schließlich keine Zukunftsvorhersagemaschine. Die größte Angst verursacht ja ohnehin der hier. Kennt ihr den? Das ist der humanoide Roboter Atlas der amerikanischen Tech-Firma Boston Dynamics. Einerseits verbreitet er viel Optimismus. Die Automatisierung scheint weit fortgeschritten. Andererseits ist er auch einfach spooky. Aber gibt es das überhaupt? ArbeitnehmerInnen, die von einem Roboter ersetzt werden? Es war gar nicht so einfach, ein Beispiel dafür zu finden. Viele Unternehmen haben unsere Anfrage abgelehnt. In Balingen haben wir schließlich eins gefunden. Das hier ist Matthias Kritschitsch. Er ist Teamleiter Logistik bei Kern und Sohn, der ältesten Feinwagenfabrik Deutschlands. Die stellen zum Beispiel Hochpräzisionswagen wie diese hier her. Und ja, auch wenn es nicht so aussieht, Matthias Kritschitsch ist, zumindest teilweise, von einem Roboter ersetzt worden. Dreht's da nochmal einen Kreis? Von diesem hier. 90 Meter lang, 22 Meter breit, 25 Meter hoch. Eine vollautomatisierte Hochregalanlage. Sie beherbergt ca. 3.800 Paletten und bis zu 120.000 Kleinteile. Statt Menschen mit Gabelstaplern fahren hier Roboter durch die Regalreihen und liefern die gelagerten Teile deutlich schneller, sicherer und nachhaltiger, als es mit Menschen möglich wäre. Aber hat hier deshalb jemand den Job verloren? Hier arbeiten ja immer noch Menschen. Und auch Matthias Kritschitsch scheint von meiner Frage eher irritiert. Ganz bewusst eine doofe, plakative Frage. Wie fühlt sich das an, vom Roboter ersetzt zu werden? Ich verstehe es gerade nicht ganz so richtig, ersetzt zu werden. Der arbeitet ja für uns. Also der ersetzt mich ja nicht, sondern der arbeitet ja für mich. Und wir haben automatisiert, weil wir weiter wachsen. Okay. Und das Wachstum zu bewerkstelligen, haben wir die Automatisierung benötigt. Also man spart sich Wege von Halle zu Halle. Man muss nicht so viel koordinieren. Alles ist in einem Gebäude drin. Man gibt morgens einen Auftrag ein, mittags geht er raus. Also ich sehe nur Vorteile und keine Nachteile. Den entscheidenden Vorteil erklärt mir Matthias Kritschitsch abseits der Kamera. Ohne eine Anlage wie diese wäre der Betrieb nicht zukunftsfähig gewesen. Ah, da fährt es gerade rein. Ja, wie die Höhe und Arbeitsplätze wären sogar verloren gegangen. Nur aufgrund des automatisierten Lagers können eingehende Bestellungen schon am selben Tag wieder rausgeschickt werden. Und das ist nun mal, wonach die KundInnen verlangen. Und trotzdem, oft sind es Jobs wie der von Matthias Kritschitsch, die laut Studien von Automatisierung betroffen sind. Wie viele dieser Arbeitsplätze aber tatsächlich bedroht sind, dazu gibt es keine offiziellen Statistiken. Bedeutet das vollautomatische Hochregallager, dass Sie weniger Angestellte brauchen? Ja klar, also gerade die Kollegen, die nur Lkw gefahren sind, die Logistik zwischen den Standorten gemacht haben, die brauchen wir an der Stelle nicht mehr. Und was ist aus denen geworden, wenn ich fragen darf? Die haben Sie vorher getroffen. Die sind nach wie vor bei uns in der Logistik, weil das war das Schöne. Wir konnten diesen Hochregalbau natürlich auch mit Wachstum verbinden. Ja. Und Wachstum schafft Arbeitsplätze und somit wieder das Bekenntnis zum Standort. Machen Sie durch die Automatisierung mehr Profit? Ich denke, das ist sicherlich ein Thema. Also wenn man eine Investition macht in der Größe, muss man sich vorher überlegen, wird es sich rechnen, wird es sich nicht rechnen. Und alternativ könnte man natürlich auch an ein Billiglohnland denken. Können sagen, okay, ich bekomme vielleicht Werker, die weniger kosten. Aber unserer Inhaberfamilie war jetzt hier auch wichtig zu sagen, jawohl, wir haben das Standortbekenntnis zu Balingen und zu unseren Kollegen. Würden Sie sagen, der Grad der Automatisierung bei Ihnen im Unternehmen ist typisch für den deutschen Mittelstand? Oder würden Sie sagen, Sie sind eher ein bisschen weiter? Ich denke, wir brauchen uns nicht verstecken.
Aber wenn ich sehe, was unsere Kollegen hier in der Raumschaft machen, sind wir nicht die Einzigen, die automatisieren. Weil die Automatisierung ist sicherlich unsere Zukunft. Wir wollen unsere Mitarbeiter beschäftigen, wir wollen ihnen eine gute Arbeit bieten. Arbeit auch im Umfeld, das angenehm ist. Und solche Dinge sind einfach auch Werte, die wir als Mittelständler schaffen können. Ich habe heute gelernt, dass Automatisierung bedeutet, die Firma kann am selben Standort bleiben, verbraucht weniger Fläche, die Jobs werden vielleicht auch interessanter. Und das ist alles viel facettenreicher, als ich auch ganz persönlich vorher gedacht habe. Und trotzdem ist die Frage ja berechtigt. Werden Roboter unsere Arbeit in Zukunft noch mehr beeinflussen? Eine, die das weiß, ist meine Kollegin Ulrike Thomas. Sie ist Professorin für Robotik und Mensch-Technik-Interaktion an der Technischen Universität Chemnitz. Und sie darf leider gerade erkältungsbedingt nicht zur Arbeit. Dankenswerterweise führt mich ihr Doktorand Sascha Kaden durch das Roboterlabor. Hier gibt es allerhand State-of-the-Art Industrieroboterarme und Demonstratoren. Zum Beispiel diesen Corona-Test-Roboterarm. Man muss sich wahnsinnig konzentrieren. Ah, guck mal, ich bin drin. Jetzt, das war schon wieder zu weit, oder was? Ulrike, das Internet ist voll mit irgendwelchen krassen Videos von irgendwelchen humanoiden Robotern, die durch die Gegend laufen und krasse Sachen machen. Aber solche Roboter habe ich in deinem Labor jetzt nicht gesehen. Warum eigentlich nicht? Ist das nicht realistisch? Also es gibt sicherlich einige humanoide Roboter mittlerweile. Unser Ziel ist es, zwar humanoide Roboter zu bauen, nur der nächsten Generation schon. Wenn wir die, die wir haben, betrachten, dann sind die Gelenke starr. Die Roboter dumm, dass man ihnen Bewegungen vorprogrammieren muss, dass sie vielleicht über Hindernisse springen können und durch Schnee laufen können. Das sind so die Sachen, die man sieht. Aber in dem Moment, wo sich ihre Aufgabe ändert, sich da dieser neuen Aufgabe schlecht anpassen können. Das heißt, die Systeme haben doch relativ wenig KI und wenig Anpassungsfähigkeit heute drin. Ein einfaches Beispiel, dieser Cocktailmix-Roboter. Ja, richtig gehört. Damit würde in einem studentischen Projekt nur zum Spaß natürlich eine lästige Routinetätigkeit automatisiert, Cocktails mixen. Das funktioniert auch tadellos. So. Bis etwas Unerwartetes passiert. Dann ist der Roboter hilflos. Irgendwie hast du den, warte mal, Eis richtig hingestellt? Genau. Nach mehreren Anläufen und einer clubüblichen Wartezeit von 15 Minuten bekomme ich einen ziemlich guten Cocktail. Nicht schlecht. Yay! Super. Mhm. Top, also vielen Dank. Aber ich finde es insofern ganz spannend, als dass jetzt mal, also als dass es dann doch zeigt, ne? Also ganz perfekt ist das alles auch noch nicht so richtig, ne? Ja. Aber die ForscherInnen hätten den Roboter auch jetzt schon deutlich lernfähiger machen können. Das hätte nur den Rahmen des studentischen Projekts gesprengt. Ich habe so das Gefühl, dass die allermeisten Menschen das Gefühl haben, dass die Roboter heute schon viel weiter sind, als sie in Wirklichkeit sind. Diesen Eindruck teile ich auch. Zum einen getriggert durch schöne Science-Fiction-Filme. Und zum anderen auch getriggert durch eine gewisse Angst, die Roboter könnten Arbeitsplätze wegnehmen. Wiederkehrende, einfache Arbeit können die Roboter in der Tat übernehmen und das hat sie auch in der Vergangenheit gezeigt. Aber anspruchsvolle Tätigkeit, die Kreativität und eine hohe Ausbildungsgrad fordern, die werden nicht so schnell abgelöst von Robotern. Und das sind, denke ich, die zwei Gründe, warum in der Bevölkerung ankommt, die Roboter sind morgen da und nehmen uns die Arbeit weg. Und das ist eigentlich mitnichten der Fall. Und ich meine, das sagst du als Robotikerin, ne? Aber sind auch noch nicht morgen da, sondern vielleicht übermorgen und werden die Arbeit ein bisschen verändern und vielleicht auch leichter machen in vielen Punkten. Das klingt aber aus deinem Munde so, als seien wir von den tollen autonomen Robotern, die intelligent sind und sich auch an Aufgaben anpassen können, noch sehr weit weg.
Ja, letztendlich steckt die Robotik immer noch in Kinderschuhen. Das heißt also, die Entwicklung wird noch die nächsten Jahre dauern, bis wir wirklich diese Systeme haben, die sich anpassen können. Und von nächsten Jahre spreche ich vielleicht von 10, 20, 30 Jahren, bis wir humanoide Roboter wirklich mal in den Alltagsanwendungen sehen. Wir sind also in vielerlei Hinsicht noch nicht so weit wie gedacht. Und über die genauen Folgen der Digitalisierung sind sich ForscherInnen nicht einig. Fakt ist aber auch, immer mehr Technik erreicht unseren Alltag. Im Idealfall bedeutet das nicht Mensch oder Maschine, sondern Mensch und Maschine. Ein bisschen wie bei mir und meinem Arm. Den stecke ich hier an und meine Gedanken werden zu Musik auf direktem Weg. Technologie ist eben nicht per se gut oder schlecht. Killt die Digitalisierung also unsere Jobs? Ganz ehrlich, im Moment sehe ich die Gefahr nicht.